Herzlich willkommen zu meinem diesjährigen kleinen Halloween-Special. Wir spielen eine Runde Overwatch und zwar hier Chunkensteins Rache. Dr. Jameson Chunkenstein sind auf Rache und vier Wanderer sind gekommen, um ihn aufzuhalten. Das ist das Halloween-Special von Overwatch. Overwatch wurde mir lange vor dem Release schon von einem meiner Abonnenten näher gebracht und ich sollte mir das Spiel doch mal anschauen. Habe ich getan. Es ist tatsächlich ein cooles Spiel. Allerdings spiele ich es viel zu selten. Dennoch spielen wir heute einmal das Halloween-Special und zwar auf Schwierigkeitsgrad Mittel. Ich werde mir nicht schwer zutrauen. Ich bin, wie ihr oben seht, Level 13. Das ist, wir spielen Mittel. Leicht wäre, ich sag mal, mega easy. Wir spielen Mittel. Okay, ich bin es nicht gewohnt, dass ich nicht den Heiler spiele. Das ist sehr, sehr selten. Okay, wir spielen Soldat 76. Soldat 76. Also, Chunkensteins Rache, also. Wir spielen mit unseren Kumpanen hier Anna und Hanzo und McCree. Das sind die anderen festgesetzten Helden. Hier haben wir Hanzo und hier haben wir McCree. Und ich habe tatsächlich keine Ahnung, was die Fähigkeiten von Soldier sind, weil ich den so gut wie nie spiele. Aber wir müssen einfach prinzipiell nur auf die ganzen Zomniks, das sind so, sozusagen Zombies, hier einfach draufballern und mit ein bisschen viel Erfolg könnten wir das auf Mittel sogar schaffen. Ihr seht oben diese lange Leiste. Das ist prinzipiell das Leben der Tür hinter uns, die zeige ich euch gleich. Und die gilt es zu verteidigen. Hier, dieses Tor müssen wir verteidigen. So, und wir ballen einfach hier mal mit unserem Soldier voll auf die Breitseite. Normalerweise, das erlebe ich, ist tatsächlich das erste Mal, dass ich hier in diesem Modus den Soldier spiele. Da eigentlich niemand die Heilerklasse, also in diesem Fall Anna, spielen will. Jeder ist irgendwie immer sehr gerne am Damage machen. Und nehme ich dankend an. So, das hier ist unsere Ulti, das heißt, so ein bisschen, ein Aimbot, tatsächlich. So, hier haben wir auch schon die ersten Special-Teile hier. Okay, ein Schockreifen, den haben wir zerstört. So, schön die Tür verteidigen. Okay, da haben wir den ersten Damage an der Tür gekriegt, das war jetzt nicht so geil. Ja, und wir haben einen super tollen Erzähler, der uns hier durch Chunkensteins Rache durchführen wird. Und ja, wir probieren es einfach mal. Wenn wir es auf Mittel schaffen, wäre es recht. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir geben natürlich unser Bestes. Der Seelenernter. Das ist der Reaper aus, also der Held Reaper. Okay. Ich verfluchte. Normalerweise in jedem x-beliebigen Shooter kann man ja mit Shift hier sprinten. Das ist aber eine Spezialfähigkeit, die nur der Soldier inne hat. Alle anderen Helden haben auf Shift eine andere Fähigkeit. So. Im Rätsel können wir auch nicht zielen. Da haben wir hier unseren Explosionsschuss. Alle 8 Sekunden. Und wir können uns auch selber heilen. Oder so eine Heilbarriere aufstellen. So. Wir kommen über die Brücke. Einfach nur die Gegnermassen abwehren. Und hier auf den Schock greifen. Okay.
die Zombardiere. Sollten wir am besten auch abhalten. So, Schockreifen dürfen wir nicht an die Tür lassen. Die machen nämlich nicht so wenig Damage, wie es mir lieb wäre. So, einfach mal die Ulti wieder anschalten. Bisschen Auto-Aim. Okay, das war schlecht. Schnauze da hinten. So. Okay, ein bisschen Damage gekriegt, das ist nicht so geil, aber das kriegen wir eventuell schon hin. Wir haben immerhin einen sehr, sehr, sehr erfahrenen Medic und das freut mich wirklich, wirklich sehr, der auch einen super Job bis jetzt macht. Selber noch ein bisschen heilen. Junkensteins Monster! Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte der originale Held, der dahinter steckt, Roadhog heißen und... Diese Fähigkeit ist zum Kotzen. Na, komm schon! Nein, 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 nein. Lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, das tut weh. Aua, das ist eine Ulti, das ist nicht gut. Oh, Alter. Nein! Ich wollte, ich habe gerade die Heilsphäre aufgestellt. Okay, das ist überhaupt nicht gut. Ich hatte gehofft, dass der Medic mich ein bisschen besser heilt, wo ich doch wirklich hart am Abkacken gerade war. Gut, hätte ich vielleicht auch was sagen sollen. Gibt ja auch diese Voice-Chat-Befehle hier. Okay, Dr. Junkenstein hat seinen großen Auftritt. Junkrat, der originale Held, der dahinter steht. So. Zuerst auf ihn hier oben geht, weil der die ganze Zeit Granaten auf uns runterballert. Und der Seelenernter ist natürlich auch noch mit von der Partie. Jetzt spawnen die ganzen alle Helden nochmal erneut. Das ist überhaupt nicht gut, 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 das ist überhaupt nicht gut. Wie gesagt, ich habe in diesem Modus noch nie den Soldier gespielt. Das ist Premiere für mich. Und, diese Burg wird verdammt nochmal nicht fallen. Wir haben schon die Hälfte der Tür verloren. Das könnte ziemlich hart nach hinten losgehen. Heilung aktiv. Vorsicht! Auf der Mauer! So, wo kommt der Reifen? Da kommt der. Hab ihn. Sehr schön. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ach komm, geh doch weg von mir! Oh nein, 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 nein. Der Fluch des Seelenernters wurde aufgehoben. Okay, kein Seelenernter für uns und wir haben noch 7 Sekunden und dann geht nochmal die letzte große Welle los. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Das wird nämlich sehr, sehr schwer. Jetzt kommt nämlich die Hexe, aka Mercy. Und das ist eine Heilerin jetzt für die Gegner. Und wir müssen unbedingt hier auf alles aufpassen. Und primär auf die Hexe gehen. Sehr schön. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut, das ist überhaupt nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Nein! Wir müssen unbedingt das Tor natürlich verteidigen. Nein, jetzt haben wir die Ulti aktiviert und wir sind gestorben. Nein, 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 das kann so schnell gehen, dass das Tor weg ist. Komm, 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 respawn schneller! Nein! Alter, was? Das war viel zu schnell.
Wir haben noch ein bisschen Tor. Dr. Chunkenstein und das Monster leben noch. Die zwei müssen noch weg und müssen den Rest aufhalten. So. Ah, komm schon! Jawohl! Na, komm schon runter da oben. Wir könnten es tatsächlich schaffen. Komm! Jawohl! Wir haben es geschafft! So gefällt mir das! Gut, dass wir kein Highlight des Spiels erreicht haben, war mir schon fast klar, aber... Ja, typisch McCree. Ja. Schönes Ding. Gut, wir haben es geschafft, tatsächlich. Ja, gut, hier auf jeden Fall hier dem Heiler den Vote geben. So wird's gemacht. Ganz genau, so wird's gemacht. Das war es auch schon mit meinem kleinen, aber feinen Halloween-Special. Wenn ihr mehr von Overwatch sehen wollt, sei es öffentliche Matches etc., dann lasst es mich wissen, vielleicht können wir da was drehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Halloween und wir sehen uns dann bei, vielleicht Edna bricht aus, das läuft jetzt zurzeit parallel, oder bei irgendeinem anderen Projekt, das vielleicht schon länger her ist oder vielleicht in Zukunft kommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall immer noch ein wunderschönes Halloween und wir hören uns. Bis dahin, euer Matze. Ciao!